Moin Leute, ich bin auf dem Weg zum Achnermann. Sind von hier ca. 2,5 Kilometer, 150 Höhenmeter. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr mit dabei. Achtermann bequemer Weg? Achtermann schwieriger Weg? Na, was soll ich machen? Der schwierige Weg ist halt schöner. Und das Trinken unterwegs nicht vergessen. Sehr schön. Bisher war Vorstraße angesagt. Jetzt geht's da weiter. Ich habe es befürchtet, Nebel. Ich habe die letzten Meter vor mir. Hier vor dem letzten Anstieg befindet sich auch noch meine kleine Schutzhütte. Falls das Wetter mal nicht ganz so mitspielen sollte. Aber wir wollen ja noch ein kleines Stückchen höher. Und ich sage jetzt mal nicht Ausblick. Denn es ist neblig, so wie es aussieht. Aber zumindest wollen wir ja oben gewesen sein. Dort hinter mir befindet sich nicht nur dieser schöne eingefrorene Baum, sondern auch der Wurmberg. Ist er nicht schön? Und mein kleiner Check. Ich nehme euch nochmal mit hoch, wenn es schön ist. Aber ich kann euch auch nochmal ein paar Fotos einblenden. Vom letzten Mal, wo ich hier oben war, da hatte ich auch meine große Kamera. Runter. Ist ganz schön kalt hier. Ach, hier ist besser. Hier ist auch nicht mehr ganz so windig. Kleine Pause, würde ich sagen. Dann wollen wir mal ein bisschen Wasser warm machen. Jetzt sind wir so kleine Touren. So einen kleinen günstig Hobo. So eine Verpackung kriegen. So eine kleine Schale dazu. Das Schöne ist, der ist mit Scharnieren. Dann kann man diese Schale hier reinklemmen. Und wenn man schon mal hier oben ist, kann man auch den Müll von Anna mitnehmen. Schon gefroren. Hanuta-Papier, eine Flasche. Es tut sich was.
Und damit es auch schön gestärkt in den Tag gehen kann, Couscous mit Hühnchen. Dann das Wasser rein. Rühre das ordentlich durch. Das riecht echt gut. Und jetzt ging's an. Richtig lecker. Frisch gestärkt geht's jetzt wieder auf den Rückweg. Das ist echt schön hier. Ja, das ist echt super. Auch wenn die Sicht oben auf den Berg nicht so geil war. Aber allein dieser Marsch hier durch den Wald. Das lohnt sich. Umgestürzten Baum rum. Kommen mir tatsächlich jetzt die ersten Menschen entgegen. Schön, wenn man früh rausgeht. Und es noch für sich. So, ich höre die Straße wieder, das heißt, ich bin gleich wieder im Auto. War schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Und ich würde mich über ein Abo freuen. Auf Wiedersehen, war voll schön mit euch.